Herzlich willkommen bei Des Pudels Kern, einem Podcast, in dem wir uns mit Klassik unterhalten. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse. Und im Pudel suchen wir Verbindungen zwischen Musik und ganz anderen Bereichen des Lebens, von Kampfkunst bis Kosmologie. Weil wir glauben, dass man aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln manchmal leichter auf das Eigentliche kommt, den Kern. Den suchen wir und das Gespräch heute haben wir live geführt beim Beethovenfest Bonn. Wir gucken darin nach Osteuropa, wir sprechen über Musik in der Krise, über die Frage, was Dirigenten mit Diktatoren gemein haben können und darüber, wie wir uns mögliche Zukünfte vorstellen können, in denen wir vielleicht gelernt haben, uns besser zuzuhören. Und dafür haben wir zwei ganz besondere Gäste, den Dirigenten und Aktivisten Vitali Alexenok und den Sprecher der Bundeszentrale für politische Bildung und ausgewiesenen Osteuropa-Experten Daniel Kraft. Ja, ihr trefft euch ja heute Abend hier zum ersten Mal. Ihr habt Überschneidungen in euren Themenfeldern mit Osteuropa, aber ja ganz unterschiedliche Hintergründe und Perspektiven eigentlich. Und die erste Frage wäre so eine kleine Versuchsanordnung, nämlich die Frage, was euch an der Perspektive des anderen interessiert. Ja, guten Abend, auch meinerseits. Ich freue mich, Daniel kennenzulernen. Ich glaube, es gibt tatsächlich nicht so viele Menschen, die sich für Osteuropa interessieren. Erstmal auch institutionell, aber vor allem eben, dass sie dafür brennen. Und das ist auch eine spannende Frage für mich. Ich frage mich seit Jahrzehnten schon wahrscheinlich, warum eigentlich das Interesse an Osteuropa, muss ich ehrlich sagen, nicht so groß ist wie in Westeuropa oder USA und so weiter und so fern. Oder vielleicht Japan ist sogar schon gleich interessanter und China als irgendwie Tschechien und Kroatien und Ukraine und Belarus. Ja, und ich glaube, es ist wirklich toll, dass es solche Menschen gibt und dass man das institutionell tatsächlich weiterentwickelt und dass man das auch den anderen Menschen weiterbringt, weil, wie gesagt, das hast du auch Daniel kurz angesagt, Multiplikator ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Wort dafür. Wenn ein Mensch für eine Sache brennt, dann kann dieser Mensch eigentlich noch für 100 andere Menschen was beibringen oder was einfach weitergeben. Und das ist sehr wichtig. Das kenne ich von Musik, aber es geht in jedem Bereich so. Ja, mich interessiert an dir und an dem, was du machst, natürlich auch dein beruflicher Hintergrund. Wie ist es, Dirigent zu sein, so eine ganze Gruppe von Menschen zu orchestrieren, ja, die irgendwo zu bringen? Aber auch die Frage, die ich mir immer stelle, will der Dirigent nicht eigentlich lieber auch die erste Geige spielen? Das ist so eine Sache, die mir oft durch den Kopf geht. Ist man damit zufrieden, dass man nicht die Töne erzeugt, sondern sozusagen den Klangkörper erklingen lässt? Das ist was, was mich an deiner Arbeit interessiert und natürlich schon auch die Frage, was hat dich bewogen, ja, deine Heimat, deine Region zu verlassen, um hier in diesem ignoranten Deutschland zu leben, was ja einfach eher nicht nach Osteuropa blickt, sondern, das hast du eben ja schon gesagt, eher vielleicht mit sich selber oder mit anderen Regionen intensiver beschäftigt ist. Also zuerst, der Dirigentenberuf ist leider auch ein sehr dankbares Beruf und ein Fluch gleichzeitig. Wir sind immer mit sehr vielen Menschen zusammen, wir kommunizieren mit unglaublich vielen Menschen, aber gleichzeitig sind wir immer einsam. Man braucht nicht zwei Dirigenten, es sei denn, unser Projekt bei Campus, jetzt Beethovenfest, da haben wir jetzt 4 Dirigenten, aber es ist eine Ausnahme tatsächlich. Sonst ist der Dirigent oder die Dirigentin quasi immer alleine, bis auf die Proben, aber auch da eine Leitungsfigur und alle anderen sind die Partner, aber trotzdem gibt es da immer eine gewisse Distanz. Und ja, ich würde sehr gerne manchmal auch erste Geige spielen. Ich komme von einem Blasinstrument, ich habe im Orchester viel gespielt, ich habe aber im Orchester auch viele Pausen gezählt. Und was der Dirigent niemals macht, dass er einfach nichts macht. Der ist der Mensch, der eigentlich immer da ist und immer für alles eigentlich verantwortlich ist. Das ist manchmal tatsächlich auch anstrengend und ich würde sehr gerne einfach so vielleicht ein Triangel spielen manchmal oder als Publikum einfach im Konzert sitzen. Aber
durch ein bisschen andere Sachen. Und ja, Osteuropa an sich, natürlich ist es jetzt, glaube ich, auch ein Thema, wo du dich auch besser auskennst, professionell. Ich kenne mich nur einfach wegen meiner Herkunft damit ein bisschen aus. Du hast gerade die anderen Sachen angesprochen. Du bist ja nicht nur Dirigent, sondern du hast zum Beispiel auch ein Festival in Kharkiv. Und ihr habt auch in diesem Jahr weiter veranstaltet. Aber ich glaube, eine Konzertreihe stand unter dem Titel Konzerte zwischen Explosionen. Ja, also wie macht man weiter in so einer Situation? Ja, tatsächlich haben wir für März, April, Mai eine große Konzertreihe in Kharkiv geplant. Ich war in Berlin nur per Zufall, weil ich nicht in der Ukraine am 24. Februar, eigentlich wegen Covid. In Kiew hätte ich ein Konzert, aber viele Musiker waren krank tatsächlich. Der Krieg ist ausgebrochen, als noch sehr viele Menschen auch in Kiew einfach mit Covid im Bett lagen, muss man sich vorstellen. Und trotzdem haben wir 4 Konzerte gemacht. Viel mehr ging nicht, weil viele ausgereist sind. Aber unser erstes Konzert hat tatsächlich Ende März stattgefunden, am offiziellen Tag unseres Eröffnungskonzertes. Und es war ein Konzert mit 4 Musikern, in einer U-Bahn-Station, wo über 300 Menschen damals schon für 3-4 Wochen gelebt haben. Und das waren einfach, also die waren quasi zu einem temporären Zuhause da, schon seit 3 Wochen nicht aus dieser U-Bahn weggegangen. Und da kamen die Musiker, kamen unsere Musiker und haben da einfach eine Stunde Musik gegeben. Und das war eine, ich habe das alles natürlich stark mitverfolgt. Ich war nicht da, aber ich habe es alles mitbekommen und mit allen gesprochen von unserer Seite. Ich habe diese Tränen gesehen, auch vom Publikum und von den Musikern. Und ich habe es gespürt, wie wichtig es war. Und da war es eigentlich für mich ganz klar, die Kunst ist gerade dafür da, um den Menschen diese Nähe zu vermitteln, dieses Vertrauen und auch ein Stückchen Normalität vielleicht. Weil gerade da, wenn da irgendwie 2 Kilometer von dieser U-Bahn-Station gleichzeitig Raketen gelandet sind, die konnte trotzdem kurz ausatmen und die konnten auch ein bisschen einfach an Normalität zurückdenken. Und das ist, glaube ich, wichtig, um nicht komplett verrückt zu werden in dieser schrecklichen Zeit. Das war ein Konzert, danach hatten wir noch 3 veranstaltet in einem Bunker und noch 2 Konzerte in Hospitals. Und zum Beispiel in einem Krankenhaus, da hat damals, das war glaube ich Mitte April, da hat der Chefarzt seit dem 24. Februar hat er das Krankenhaus nicht verlassen. Er war schon seit 1,5 Monaten da, hat immer gearbeitet, war total erschöpft und müde, aber trotzdem hat er weitergemacht. Das kann man sich so schwer vorstellen, diesen Willen. Ja, den Willen für die Menschen da weiter zu kämpfen und weiter zu leben. Und auch die Kultur nimmt dann natürlich einen sehr großen Platz in diesem Willen, in diesen sehr starken Menschen. Es konnten sich ja viele eigentlich oder können sich immer noch nicht viele vorstellen, was eigentlich in der Ukraine passiert. Und viele sind sehr mitgenommen. Gleichzeitig rückt es auch schon wieder in der Wahrnehmung, habe ich das Gefühl, ein bisschen weiter weg. Wie war das bei dir, Daniel, in der Anfangszeit des Krieges? Wie hast du das von hier wahrgenommen? Konntest du es begreifen? Wie hat das auch deinen beruflichen Alltag verändert? Ja, also das hat meinen beruflichen Alltag verändert, aber ich war auch relativ dicht dran, ohne dabei zu sein. Also mir ging es ein bisschen ähnlich wie Vitali. Wir haben während der Corona-Pandemie begonnen, digitale Studienreisen zu machen. Das heißt, wir haben uns in den Livestream gesetzt sozusagen und haben uns entlang einer Zugverbindung eigentlich von Hamburg aus über Budapest, Czernowitz vorgearbeitet, immer weiter gen Osten. Und ungefähr so, ich sag mal, 3-4 Tage bevor der Krieg losging, haben wir eine digitale Studienreise gestartet, die eben in die Ukraine gehen sollte. Und genau in dem Moment, als russische Truppen die Grenze überschritten haben, habe ich mit einem der bekanntesten ukrainischen Schriftsteller zusammen sozusagen im Abteil gesessen. Also er saß quasi vor seinem Zoom in Ivano-Frankivsk entlang der Strecke. Ich saß in Bonn und genau in dem Moment habe ich mit Juri Antrochowitsch gesprochen darüber, wie es ihm geht in der Situation. Und das war natürlich schon eine Extremsituation. Ja. Du bist quasi sozusagen
unmittelbar zusammen, sprichst über so eine Situation und merkst, was da entsprechend passiert und was auch mit für die Menschen dieser Eingriff bedeutet hat und wie er ihr Leben grundsätzlich auf den Kopf gestellt hat. Und wir sind dann trotz allem weitergereist und waren auch in Charkiw, haben dort uns mit Sergei Jardin getroffen, den du vielleicht auch in Charkiw mal der kennengelernt hätte bei unserem hast. Festival teilgenommen. Ja, der auch Musiker ist und der bedeutendste zeitgenössische Schriftsteller der Ukraine, kann man wohl inzwischen sagen. Auch in Frankfurt auf der Buchmesse wird er dabei sein und haben uns dort mit ihm eben auch im Keller sozusagen im Livestream getroffen. Das waren schon extreme Situationen und gerade was du erzählt hast über die Rolle von Kunst und Kultur und als Mittlersituation in so einer Situation ist natürlich schon absolut entscheidend. Wobei, also für mich war so ein Moment, wo ich auch irgendwie gemerkt habe, ich kann mit solchen Gesprächen fast nicht mehr weitermachen, war dieses Gespräch mit Sergei dort unten, als er in diesem Bunker saß, wie gesagt, mit einer Livestream-Verbindung zu uns und wo wir ihn auch gefragt haben, was kannst du eigentlich jetzt machen als Schriftsteller, kannst du noch schreiben jetzt in so einer Situation? Und da hat er so ganz trocken eigentlich nur noch gelacht, ja, so und im Prinzip gesagt, hey Leute, versteht ihr es nicht, wir sind jetzt hier im Krieg, ja, also auch als Schriftsteller, ich kann jetzt nicht schreiben, sondern das ist jetzt Krieg. Ja, und das war so ein Moment, der war schon für mich sehr eindringlich und wo ich auch gemerkt habe, vieles von dem, was wir so tun und wo wir weitermachen, so mit so einer scheinbaren Normalität, die hört halt irgendwann auf. Ja, also du bist dann einfach Teil des Krieges und kämpfst. Ja, und das ist mir so aufgefallen. Ja. Ich würde gerne nochmal zu der Rolle auch von KünstlerInnen zurückkommen. Vitali, du warst ja eigentlich zwei Jahre zuvor in Belarus auch Teil der Proteste. Hast du eigentlich schon in Deutschland gelebt und dirigiert? Und als es losging, glaube ich, bist du recht schnell nach Minsk und hast dich den Protesten angeschlossen, eigentlich an vorderster musikalischer Front, sage ich mal. Ich hätte eigentlich zwei Fragen dazu. Die eine ist, wie du das Gefühl hast, wie sich die Rolle der Musik während der Proteste auch verändert hat, was du da erlebt hast. Und die zweite Frage ist, wie du darauf zurückblickst jetzt auf diese Zeit. Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, einen sehr spannenden Zeitzeugenbericht, Die Weißen Tage von Minsk. Was einfach toll ist, dass du das in der Zeit gemacht hast, finde ich, weil es ist unglaublich, da reinzutauchen und es ist auch jetzt schon wieder weit weg, stelle ich mir vor. Der Sommer 2020, noch bevor ich nach Minsk geflogen bin und dann eben in Belarus, vor allem dort, das hat mich wirklich, so pathetisch es klingen mag, total verändert, wirklich 180 Grad. Und als Proteste da begonnen haben, da war ich in Berlin und wir haben einfach in Deutschland sehr vieles gemacht, was wir konnten. Wir haben Demonstrationen organisiert und so weiter. Man muss sich vorstellen, auch zur Frage, Daniel, dass die Deutschen oder die Westeuropäer sich für Osteuropa nicht so wirklich interessieren. Auch Belarusen interessierten sich für sich selbst nicht wirklich. Und ich kannte eigentlich vor dem Sommer 2020 kaum Belarusen in Deutschland. Ich muss auch ehrlich sagen, ich wollte auch fast keine kennen. Es hat sich so natürlich ergeben, aber irgendwie, weil wir unter so einem großen Traumata, in einer Diktatur aufgewachsen waren, haben wir immer irgendwie im Ausland auch durch unsere Landsleute gespürt, wieder diese Scherben von der Diktatur, mit der wir aufgewachsen waren. Und diese Scherben haben uns immer wehgetan. Und da wollten wir eben die anderen nicht kennenlernen und nicht weitermachen. Und wenn ein Belaruser uns entgegenkam irgendwo im Ausland, dann wären wir lieber auf der anderen Straßenseite gegangen. So war es ganz natürlich. Es klingt ziemlich schrecklich, aber irgendwie war es so tatsächlich. Bei Ukrainern und Russen war es, glaube ich, anders, aber Belarusen ging es so wegen dieser Diktatur, nehme ich an, dass man diese Erlebnisse nicht mehr haben will und man wollte fliehen tatsächlich. Aber im Sommer 2020 war es plötzlich ganz anders. Ich habe ungefähr 300-400 Belarusen kennengelernt innerhalb von 3 Wochen in Berlin und anderen Städten Deutschlands und wir haben es umarmt und wir sind Freunde bis jetzt und es war eine Zeitwende für uns einfach. Wir haben es wahrgenommen und seitdem gibt es uns auch. Also es ist so ein bisschen wie bestimmte philosophische Theoremen. Es entsteht was, wenn du daran glaubst und
Fall Belarus ist es tatsächlich, unsere Solidarität war der Beginn unserer demokratischen Bewegung, unserer Zivilgesellschaft. Und seitdem gibt es uns, seitdem können wir auch was den Westeuropäern sagen. Und seitdem interessieren sie sich viel mehr für uns, weil wir selbst was über uns selbst erzählen können. Natürlich jetzt zu deiner Frage, die Situation im Allgemeinen, nach 2 Jahren kann ich sagen, die Revolution ist gescheitert. Es ist uns nicht gelungen, das zu schaffen, was wir schaffen wollten. Wir waren viel zu naiv. Menschen waren auch vielleicht, ja, eigentlich naiv ist das wichtigste Wort. Es gab so viel Schönheit und ich habe auch im Kunstbereich so vieles erlebt. Es waren innerhalb von wenigen Tagen in Minsk im August 2020 Tausende von Protestplakaten gemalt, die so kunstvoll waren. Es gab so viele Gedichte und Musikstücke, die da komponiert und geschrieben wurden. Die Kunstszene gibt es jetzt einfach in einer ganz anderen Dimension seit August 2020. Aber mit der Kunst kann man die Gewalt nicht besiegen, leider. Und deswegen gibt es die Gewalt immer noch und die Hammer der Gewalt haben auch unsere künstlerische und schöne Seite auch total zerschlagen. Gerade jetzt, in diesen Tagen, bekommen Menschen, die damals festgenommen wurden, 16, 17, 18 Jahre Haft. Ja, gerade jetzt ist es passiert nochmal. Und das Regime hat diese Wunde irgendwie gespürt und die wollen weiterkämpfen, die wollen alles zerschlagen und über 300.000-400.000 Belarussen sind jetzt geflohen und haben das Land verlassen und man kann jetzt von einem virtuellen Land Belarus sprechen, das jetzt irgendwo in Litauen, Georgien, Deutschland und Polen existiert und nicht in Belarus und es gibt irgendwie so 2 parallele Gesellschaften. Diejenigen, die dort sind, die meisten sind eigentlich gegen das Regime, aber die sind auch in einer Art Immigration und die anderen, die im Ausland sind, versuchen auch irgendwie damit klarzukommen, dass sie jetzt unter ganz anderen Lebensbedingungen leben. Und ja, es ist eine sehr komplizierte Geschichte. Aber das Letzte, was ich jetzt sagen möchte, Kunst, ich als Künstler habe diese Zeit natürlich unglaublich wahrgenommen. Ich glaube, es gibt wirklich eine sehr starke Parallel zwischen Belarus 2020 und dem ukrainischen Krieg, russischen Krieg in der Ukraine. Die Kunst, die wir da in Kharkiv erlebt haben im April 2022, war von der Ebene, von dem Grad, von der Wärme, glaube ich, ziemlich ähnlich der Kunst und dem künstlerischen Ausdruck in Minsk im Jahr 2020. Da habe ich verstanden, in diesen beiden Fällen, was es heißt, Kunst zu machen, wenn du dafür verhaftet wirst oder wenn da jetzt gleich eine Rakete landet und trotzdem weiterzumachen, das ist wirklich unglaublich. Und ja, das ist, wie gesagt, hat mich sehr stark verändert. Wenn du Kunst und Musik vor allem dort in dieser Dringlichkeit, auf dieser existenziellen Ebene erlebt hast, wie ging dir das dann, als du zurückgekommen bist nach Deutschland und hier wieder musiziert hast? Ja, ich sage ganz ehrlich, ich war total enttäuscht und ich bin depressiv geworden, weil ich habe es auch im Buch beschrieben, ganz am Ende, im Epilog. Ich kam dann nach Berlin und in Berlin gab es Pandemie und Menschen, die eigentlich um sich herum da gelaufen sind, ganz normal. Es ist jetzt, jeder Mensch hat auch seine Probleme und so weiter und keiner ist verpflichtet, jetzt irgendwie sich für ein Land interessieren, was nicht da ist und das man sowieso nicht so wirklich kannte davor. Ja, und das ist total normal, das verstehe ich auch vollkommen. Aber ich war viel zu empfindlich und ich habe diesen Unterschied sehr stark wahrgenommen. Natürlich, ein paar Monate später war es für mich auch normal, genauso wie für alle in Berlin und anderen Städten und Ländern. Aber gerade da, in dieser Empfindlichkeit, in der ich auch das Buch geschrieben habe, da habe ich das noch sehr stark wahrgenommen, dass man eigentlich das andere Land, den anderen Menschen nicht so wirklich hundertprozentig verstehen kann. Es geht nicht um das Verstehen, es geht um das Mitempfinden. Und ich glaube, was wir tatsächlich jetzt heutzutage nicht immer schaffen, sind nicht unsere Kenntnisse, die haben wir, sondern unsere Empfindung, unsere Gefühle. Was spüren wir von den anderen? Inwieweit können wir den anderen jetzt wahrnehmen, emotional? Und ich glaube, es ist sehr wichtig. Und das kann man natürlich nicht so einfach schaffen. Und ich glaube,
Daniel, du als Spezialist eben in Osteuropa oder in der Frage, wie man den Menschen was anders beibringt oder dass man Interesse irgendwie weiterentwickelt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Menschen dann tatsächlich nicht nur einfach einen Wikipedia-Artikel über ein anderes Land lesen oder jemanden von dort kennenlernen, sondern auch mal dort sind oder eben so eine virtuelle Reise unternehmen, dass sie tatsächlich ihre eigene Erfahrung damit haben. So habe ich das mir irgendwie verstanden und das ist für mich jetzt, glaube ich, so wichtig. Es interessiert einfach nur, wenn es brennt. Und das hat Yuri Andruchowitsch auch in dem Gespräch gesagt damals, dass er gesagt hat, ihr ruft nur an, wenn es brennt. Ihr ruft nur in der Ukraine an, wenn eine Bombe fällt. Ihr beschäftigt euch nur mit Belarus, wenn gerade mal wieder Demonstranten festgenommen werden. Aber der Alltag, die Beschäftigung mit den Menschen, mit den Kulturen, mit der aktuellen politischen Situation, auch ein tieferes Verständnis für die Region zu entwickeln, geschweige denn mit der Geschichte dieser Region, die ja unmittelbar mit unserer eigenen deutschen Geschichte verbunden ist, da merkst du, da ist ein eklatantes Wegschauen in unseren Gesellschaften da. Und zwar vor allen Dingen hier in Westdeutschland. Ich würde aber auch sagen, inzwischen aus vielen Gesprächen oder auch aus eigenen Erfahrungen, das ist ein gesamtdeutsches Problem inzwischen. Und wahrscheinlich hast du recht, du hast ja eben angedeutet, ganz Westeuropa schaut sozusagen eher nicht in Richtung Osten. Ich glaube, für Deutschland zeigt sich jetzt gerade mit dem Ukraine-Krieg, wie fatal das war, dass wir nicht in diese Region geschaut haben, wie fatal war es, dass wir nicht auf Menschen wie dich gehört haben. Oder es ist ja auch nicht so, dass viele andere kulturschaffende Künstler, Schriftsteller uns seit Jahren nicht das gesagt hätten. Ja? Also guck in die Tschechische Republik, das Land, was ich am besten kenne. Meine ganzen Freunde und Bekannten sagen seit Jahren solche Dinge bezüglich Russland und Putin und wir haben das immer weggelächelt. Ja? Und das ist, also wer hätte hinhören wollen, hätte es lange hören können, hätte das lange mitbekommen können und wir haben es nicht getan aus anderen Überlegungen heraus und sind jetzt absolut hart aufgewacht. Ja? Und das hätte aus meiner Sicht nicht sein müssen. Warum das so ist, das ist ja die Frage, das ist ja des Pudels Kern eigentlich. Ja, warum schauen wir da weg, warum wollen wir das nicht wissen? Ich habe nicht so wirklich die hundertprozentige Antwort. Ich glaube, ein Aspekt ist, es ist halt die Region auch, in der ganz viele Deutsche sozusagen den größten Schmerz erfahren haben, den man als ein Land, eine Nation, ein Volk überhaupt erleben kann. Ja, das ist die Region, wo über die Hälfte unserer Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ihre Wurzeln haben, ja, östlich der Oder-Neiße-Grenze. Wenn man überlegt, wie viele Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden, wie viele später als Spätaussiedler gekommen sind, wie viele Migranten auch nach 1989 auch nicht nur Deutschsprachige in unser Land eingewandert sind, dann weiß man, ganz, ganz viele Menschen haben da ihre Wurzeln, viel, viel mehr als aus jeder anderen Region und trotzdem, ja, es tut halt unheimlich mich weh. Und ich glaube, so wirklich will man sich nicht mit dem beschäftigen und dann beschäftigt man sich vielleicht lieber mit Spanien oder mit Italien. Ja? Das ist angenehmer trotzdem. Ne? Du hast in einem Text im Generalanzeiger mal davon gesprochen, dass man sich Sisyphus nicht als glücklichen Menschen vorstellen darf. Ich glaube, du meintest auch ein bisschen dich selber im Sinne von diese Themen immer wieder anzubringen, das immer wieder zu wiederholen, sich die Frage zu stellen, warum ist das eigentlich so? Aber wenn wir mal zu den Möglichkeiten kommen, was würdest du sagen? Also Vitali hat ja von Mitgefühl gesprochen. Wie kommen wir da wieder raus? Sind es Studienreisen? Sind es mehr Expertinnen? Was würdest du sagen, wie kommen wir da raus? Ein Aspekt, der mir wichtig wäre, ist, dass es auch in Deutschland wieder eine deutsche Expertise aufgebaut werden muss bezüglich Mittel- und Osteuropa. Und zwar eine deutsche Perspektive. Ja? Wir haben aus meiner Sicht mit dem Ende des Kalten Krieges aufgehört, deutsche Experten zu Mittel- und Osteuropa, oder wir haben es stark eingeschränkt. Ne? Man denke an die Slawistik hier in Bonn, wir sitzen ja in Bonn hier, die Slawistik gibt es nicht mehr. Ja? Das heißt, wir haben große Bereiche auch des Expertentums eingestellt. Es gab früher in Köln ein Bundesinstitut für internationale ostwissenschaftliche Studien, haben wir aufgelöst. Es gab auch in meiner Institution, der Bundeszentrale für politische Bildung, ein Ostkolleg, wo man sich systematisch mit Osteuropa beschäftigt hat. Nach dem Kalten Krieg haben wir gesagt, es ist vorbei. Ja, es ist jetzt Frieden, es ist die Zeit, sozusagen das Ende der Geschichte. Wir werden mit Mittel- und Osteuropa genauso leben wie mit allen anderen Regionen. Und deshalb kannst du dich auch mit Schweden beschäftigen oder mit Spanien, was ich auch, ist ja alles wichtig. Ja? Nur ich glaube, man hat diese besondere Bedeutung
Frieden und Krieg dieser Region für unser Land übersehen an der Stelle. Und ich glaube, das wäre wichtig, dass wir wieder mehr Wissen auch in unserer eigenen Gesellschaft haben. Und das fängt im Schulunterricht an, das ist im Sprachunterricht, das ist in der politischen Bildung, es ist wahrscheinlich auch in der kulturellen Bildung so, dass wir wenig wirklich Expertise an den Stellen haben. Das wäre so eine Idee vielleicht, was man machen könnte. Also mehr Wissen und mehr den Blick dahin zu richten wieder. Ja, und ansonsten wird es wahrscheinlich schon auch nicht anders gehen, als sich wieder mit dem Trauma, was wir in dieser Region haben, auseinanderzusetzen. Aber das tut halt weh. Ich bin auch komplett einverstanden und ich kenne natürlich diese deutsche Situation nicht. Ich komme ja nicht von hier. Und ich kenne nicht diese gegebenenfalls negative Wahrnehmung oder traumatisierte Wahrnehmung. Das ist mir tatsächlich nicht bekannt. Aber wahrscheinlich ist das einfach wichtig, positives Agenda zu schaffen von Osteuropa. Es gibt tatsächlich, ich kann nur für die Kultur sprechen, es gibt so viele tolle Sachen aus der Ukraine, aus Belarus, aus anderen Ländern. Und wenn man einfach ein Buch von einem ukrainischen Schriftsteller liest oder ein Stück von einer belarussischen Komponistin, dann ist es vielleicht ein kleiner Schritt. Das nächste Problem wäre vielleicht, dass wir immer im Schatten der großen imperialistischen Länder stehen und natürlich die belarussische, ukrainische, wahrscheinlich auch polnische, armenische und weiter Kultur im Schatten der russischen Kultur stand. Und Belarus war auch ein Teil Russlands, ein Teil Polens und so weiter, und das Gleiche ging auch der Ukraine. Aber eben da meine ich zum Beispiel nicht Cancel Pushkin, sondern sich für Sergei Jadan interessieren und tatsächlich einfach mehr ukrainische Literatur lesen und nicht negativ gegen irgendwas jetzt sich aussprechen, sondern positiv für was Neues. Und ich glaube, dieses Interesse gibt es eigentlich in Deutschland. Also Interesse grundsätzlich an was Neues. Das habe ich hier immer bewundert bei den Menschen, dass sie sich so stark für was interessieren. Ich muss sagen, Belarusen interessieren sich wahrscheinlich doch weniger für Ukraine als die Deutschen für Schweden. Ja, und irgendwie gibt es dieses allgemeine Interesse hier, nur halt der Fokus liegt woanders, nicht unbedingt an Westeuropa oder an Osteuropa. Und ja, jetzt wegen des Krieges können wir sehen, wahrscheinlich war es auch ein Problem. Und jetzt ist es definitiv ein Problem. Und ich glaube, einfach ein positives Agenda würde uns helfen. Lass uns einfach für uns diese neue Welt entdecken. Und dafür gibt es ja eben solche Menschen wie mich, die sowieso aus unserem Land jetzt geflohen sind und hier leben, und ich glaube, es gibt tatsächlich Tausende von uns, die diese Kultur weiterbringen könnten. Klar, du hast total recht, und im Prinzip, ich teile ja diese Faszination, und ich habe ja selber, das hat mich ja genauso angefixt. Du hast es ja vorhin gesagt, man muss für sowas brennen, man muss irgendwie Interesse haben, und wenn ich gerade jetzt als Gorbatschow gestorben ist, ist mir das nochmal so deutlich geworden, was das auch bedeutet hat für mich, dieser Moment, als der eiserne Vorhang gefallen ist, und ich selber komme aus der Zone, so ein Randgebiet, da war immer Schluss sofort. Ne? Ich konnte nicht in die DDR, ich habe da nicht hingeblickt, weil einfach da eine Mauer war, und man ist halt in den Urlaub irgendwie nach Frankreich oder nach Dänemark gefahren. Ja? Immer. Nie. Du bist ja nie irgendwie in die DDR in Urlaub gefahren. Ja? Das hast du ja nicht als Westdeutscher gemacht, wenn du da nicht Verwandte hattest oder so, sondern du bist halt irgendwie, hast dich anders orientiert. Und mich hat das unheimlich fasziniert. Aber ich sage es trotzdem nochmal. Ich war in all den letzten Jahren und Jahrzehnten ein totaler Outlaw. Ich war ein totaler Quotenkiller immer mit meinen Osteuropa. Ja? Ich hab Tschechisch gelernt, das hat mir nichts gebracht für meine berufliche Karriere. Das hat mir gar nichts gebracht, das ist ein Hobby. Ja? Das ist sozusagen ein Nebenschauplatz, den man betreten hat. Also zu wissen, was der Tomasz Garrig Masaryk ist und irgendwie, keine Ahnung, Dänisch im Original gelesen zu haben, das bringt dir nichts in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt. Das heißt, ganz, ganz, ganz wenig Menschen haben sich mit Mittel- und Osteuropa aus einer deutschen Perspektive beschäftigen wollen. Und das ist, ich habe immer von den tollen Sachen erzählt. Nur auf der anderen Seite, seien wir doch mal auch ehrlich, Vitali, dann nimmst du jemanden mit, ich sag mal, nimm mal so ein Beispiel. Du hättest irgendwie, keine Ahnung, ein Ferienhaus an der Adria auf italienischer Seite, oder du hättest ein Ferienhaus in Albanien an der Adria. Und da würdest du einen klassischen westdeutsch sozialisierten Mittelschichtsmenschen mitnehmen an die Adria nach Albanien.
Albanien und einmal an die Adria nach Italien. Was glaubst du, wo es dem besser gefällt? Ja, und wo er weniger Konflikte hat bezüglich der Frage, wie sein Kaffee zubereitet wird und wo er weniger abgezockt wird oder wie auch immer. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Und da müssen wir auch ehrlich sein. Ja? Du bist natürlich auch sozusagen, wenn du nach Italien fährst oder nach Frankreich oder nach Spanien in den Neckermann-Urlaub, dann hast du halt auch eine andere, sagen wir mal, Wohlfühlfaktor, als wenn du sagst, jetzt fahre ich aber mal irgendwie in Urlaub irgendwie nach Batumi, ja, am Schwarzen Meer und gehe da in irgendein Hotel und dann funktioniert da das warme Wasser nicht. Ja? Und das sind ja auch tausende von Erfahrungen, die ich immer wieder in Mittel- und Osteuropa gemacht habe. Irgendwie so richtig kommt immer irgend so ein Störfaktor. Ja? Also ich warte regelrecht schon immer darauf, dass wieder irgendwas nicht funktioniert. Ja. Aber das ist ja auch wieder eine Pudelskernfrage eigentlich, nämlich die der Haltung auch dem anderen gegenüber. Also fahre ich weg, um das Gleiche zu erfahren, was ich schon kenne, oder fahre ich weg, um was anderes zu erleben? Und das ist ja in der Musik eigentlich ähnlich, oder? Also gehe ich ins Konzert, um was zu hören, was ich kenne, um mich zu bestätigen, oder gehe ich ins Konzert, um mich transformieren zu lassen, weil ich was erlebe, was ich vorher so noch nie gehört habe? Und eigentlich habe ich das Gefühl, müssten wir viel mehr über diese Haltung, auch im Sinne einer Bildung vielleicht, wenn man diesen Begriff mal sehr, sehr weit denkt und nicht eben Wikipedia und Schule, sondern so ein bisschen als Erfahrungsraum, ist das nicht vielleicht auch ein Kern? Ja, definitiv. Es liegt natürlich, man kann es auch institutionell verändern und es liegt auch teilweise an der Bildung. Aber ich will jetzt nicht sagen, was wir heute verändern müssen, damit wir in 70 Jahren irgendwie in einer vierten Generation nach uns jetzt irgendwie doch besser haben können, sondern was wir jetzt irgendwie, wir, die Anwesenden, die uns hören, hier und auch überall was Kleines verändern können. Und natürlich glaube ich, wenn du nach Albanien oder Batumi fliegst, dann hast du viel mehr Schockerlebnis als irgendwo in Rimini, ja, oder auf Mallorca. Und es ist die Frage, wie viel Schockerlebnis darfst du eigentlich, kannst du ertragen? Es ist wahrscheinlich die Frage der Softpolitics. Ja, wenn du zu stark, zu krass zur Veränderung kommst, dann ist das auch dann nicht produktiv. Dann wahrscheinlich ist das eher lästig. Und wenn du aber ein bisschen immer weiter und weiter schrittweise gehst, ich glaube, es ist viel effizienter am Ende, ja, als irgendwie was ganz Krasses. Und ich glaube, man müsste tatsächlich dann einfach so ganz nah mit Tschechien anfangen und mit Kroatien und nicht unbedingt nur so die Küste und so, vielleicht auch ein bisschen die Kultur und die Wissenschaft und so weiter. Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach so schrittweise das immer weiter für sich zu entdecken. Und dann muss man nicht unbedingt sich für das kalte Wasser irgendwo beschweren, wenn du weißt eigentlich, was die Menschen da vielleicht vor 200 Jahren gelitten haben oder jetzt, was für die Gedichte sie geschrieben haben. Aber das scheint auch teilweise nicht so in der Grundanlage zu liegen. Ne? Man orientiert sich ja doch gerne eben in Richtung Komfortzone. Patricia Kopaczynskaja hat in der letzten Folge gesagt, das Konzert ist doch kein Massagesalon, das ist doch ein Konfrontationsraum. Und ich finde, da auch da, als Musiker spezialisiert man sich ja zum Beispiel in der Regel, man geht ins Opernorchester oder ins Sinfonieorchester, man geht in die alte Musik, man geht in die neue Musik. Bei den Festivals ist das teilweise genauso und dann wird das gepflegt, was man immer tut. Statt dass sich das gegenseitig durchdringt. Also man hört ja keinen Mozart in Donaueschingen und man hört auch keinen Lachenmann in dem konservativeren Kontext. Und das ist, glaube ich, also gerade da zum Beispiel Berührung und Inspirationsmöglichkeiten zu schaffen zwischen diesen Musiken, das passiert relativ wenig. Also ich glaube, wir haben das Problem möglicherweise nicht nur mit Osteuropa, sondern es scheint mir eigentlich eine grundsätzliche Frage zu sein und eine, wo wir auch künstlerisch, glaube ich, gut ansetzen können. Ja, auf jeden Fall. Also ich sage jetzt ganz persönlich, ich bin Musiker geworden, nur weil mein erster Musiklehrer wahnsinnig stark dafür gebrannt hat. Und er hat diese Liebe mir weitervermittelt. Und ich glaube, so funktioniert es am besten. Ich brenne für die Musik immer noch, weil ich damals in ihm das gesehen und gespürt habe. Es ging mir gar nicht um die Kenntnisse. Ich war 12. Ich kannte nichts. Und ich habe was wahrgenommen. Und ich habe gesehen, wie
tief du da eigentlich gehen kannst. Einfach, ich habe es in seinen Augen gelesen. Und ich glaube, diese Empathie ist sehr wichtig. Und auch der hat mir damals, als ich dann schon 14, 15 war, gesagt, dass sein Lieblingsspruch von Demokritus stammte. Also man muss von einer Sache fast alles wissen und von alles ein bisschen. Ja? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir tatsächlich immer interdisziplinär weiterkommen, dass wir auch in uns, in einer Gesellschaft, nicht nur unsere Jobs machen und was anderes lernen, ja, dass wir dann in unserer Freiheit ein Buch lesen und nicht ein Fachbuch oder ein Sachbuch aus unserem Beruf, sondern was anderes. Und dann geht es damit auch mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen einfach. Ja, ist das, glaube ich, sehr wichtig. Dann nehmen wir uns einfach wahr. Aber Vitali, eine Frage an dich. Gelingt euch das denn in der Musik, was jetzt mir in der politischen Bildung nicht gelingt? Also gelingt es euch, dass ihr Menschen auch für neue Herausforderungen begeistert? Also schafft ihr es, dass euer Publikum auch diese Experimente mitgeht oder scheitert es auch manchmal? Wie gesagt, ich bin für Soft Politics. Ich bin dafür, dass ein Mensch ins Konzert kommt, um wieder Mozart in einer 175. Interpretation zu hören. Und dazu spielen wir noch 10 Minuten Lachenmann. Und dann muss er irgendwie diesen Lachenmann-Stück doch gedulden und am Ende vielleicht ist er begeistert. Vielleicht ist er nicht so begeistert, aber er weiß von Lachenmann und irgendwie sagt er dann dem anderen, Lachenmann war eine totale Kacke, ich werde es nie wieder hören. Und dann weiß der andere Mensch, aha, es gibt einen Lachenmann. Und so geht es weiter. Weißt du, also es irgendwie sogar in einer negativen Erfahrung kann es weitergehen. Ich würde eigentlich gerne jetzt auch auf deine Rolle oder deinen Beruf, dein Künstlersein nochmal zurückkommen, deine Rolle als Dirigent. Denn das hat ja auch mit Führungskompetenz zu tun. Das hat auch mit, das ist ja auch eine Rolle, die in Ländern ganz unterschiedlich verstanden wird. Ne? Du hast teilweise gelernt in Russland zum Beispiel. Dort spielt der Dirigent eine ganz andere Rolle als in Deutschland oder in der Ukraine oder in Amerika. Erklär mal, wie das so ist. Ja, es gibt einen Film, La Prova dell'Orchestra, die Orchesterprobe von Federico Fellini. Und da wurde das Orchester mit einer Gesellschaft verglichen, indirekt. Aber es ist auch mein Bild vom Orchester. Ein Orchester hat an sich eigentlich alle möglichen Schichten, Sozialschichten. Da gibt es so Pauker oder Triangelspieler, die noch bei Fellini, im Fellinis Film noch dabei eine Zigarette rauchen und sagen, wie schön das Leben ist, dass sie so viele Pausen, so viel frei haben. Es gibt da irgendwie eine arrogante erste Geige, die dann einfach durch das ganze Leben weiterkämpft und dann am Ende tatsächlich so self-made man oder woman ist. Und es ist wirklich ganz unterschiedlich, Menschen im Orchester und die Rolle. Die Rolle eines Dirigenten ist natürlich auch eine führende Position. Und wenn die Gesellschaft unterschiedlich ist, dann ist diese Rolle auch anders. Ich habe tatsächlich mal von Maris Janssens, von einem sehr berühmten Dirigenten, gehört. Er war Chef in Westeuropa, er war Chef in den USA, er hat aber auch in Russland, in der Sowjetunion sehr lange gelebt und sein Vater war auch Chef dort, Chefdirigent in verschiedenen Orchestern. Und er hat mal gesagt, du musst in verschiedenen Ländern auch diese Rolle total neu anpassen. In den USA musst du ein Boss sein. Du musst wirklich da so wichtig für die anderen sein und auch sehr viel zeigen, dass du viel wichtiger bist. Ich kenne von Russland, ich persönlich, in Russland musst du totaler Diktator sein, tatsächlich, weil die Gesellschaft das auch leider nicht anders wahrnehmen konnte. Ich bin deswegen aus Russland ausgereist. Das war noch vor dem Krieg, natürlich viele Jahre davor und ich wollte dort Dirigent nicht werden. Ich wollte dort diese Rolle nicht übernehmen, eines Diktators. Ich wollte nicht irgendwie den Menschen sagen, du bist schlecht, ich bin jetzt sehr stark hier und ich zeige es mit aller Kraft von mir. Und das passiert dort tatsächlich. Und irgendwie, ganz absurderweise, brauchen die Menschen das dort teilweise. Nicht alle, natürlich, weitgehend nicht alle, aber einige schon, leider. Es ist irgendwie total komisch. Und zum Beispiel in Deutschland, muss ich sagen, es steht dazwischen.
Eigentlich im Allgemeinen ist Deutschland schon ein demokratisches Land, das auch einen Partner braucht, wie auch in Großbritannien zum Beispiel. Eigentlich mein perfektes Bild von Dirigenten ist, du bist der Erste von den Gleichen. Und ich präge dieses Bild auch für mich. Man muss einfach kompetent sein und den anderen was mitteilen zu können. Und allein damit hast du Respekt und allein damit hast du Autorität. Nur mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Charakter, mit deinem Willen, aber vor allem, indem du die Sachen gut machst. Aber auch dort in Deutschland vor 50, 70 Jahren, gerade in Ostdeutschland, war es, glaube ich, auch total gut angesehen, dass die Dirigenten sehr, sehr stark und diktatorisch waren. Aber das ist auch ein Teil der Vergangenheit und ich glaube auch fest daran, dass die Rolle eines Dirigenten sich sehr stark verändert, wenn die Gesellschaft sich sehr stark verändert. Ich würde das eigentlich ganz direkt gerne mal auf die Gesellschaft bzw. eigentlich auch auf politische Kontexte übertragen, denn eine Gesellschaft ist natürlich ein noch viel heterogeneres Kollektiv als ein Orchester, das auch Führung braucht, das ein riesiges Kollektiv ist. Gerade in der Pandemiephase zum Beispiel war das ja so ein großes Thema, ne? Wie der Führung stattfindet. Ja, ganz allgemein gefragt, wie siehst du dieses Thema? Wie funktioniert das in einem politischen Kontext, Daniel? Einmal fand ich das jetzt total spannend, was Vitali gesagt hat über dieses Orchester und wie das funktioniert. Und das ist ja eigentlich eine Art Seismograf für einen gesellschaftlichen Zustand, so, ne? Dass man eigentlich sagt, okay, wir haben verschiedene Indikatoren, um gesellschaftliche Stimmungen zu messen und Rollen einzugehen. Und das finde ich ein interessantes Bild. Es gibt ja eine ganze Reihe von anderen Indikatoren, die man auch so beobachten kann, wie offen ist eine Gesellschaft, wie geht die miteinander um. Wir hatten jetzt ein paar Mal schon über Schweden so am Rande geredet. Das ist ja auch so eine Gesellschaft, ich könnte mir vorstellen, in Schweden bist du als Dirigent nicht sehr laut, würde ich so schätzen. Ne? Wenn du da anfängst rumzuschreien, hast du wahrscheinlich sehr schnell die Legitimität verloren, für die du sozusagen dort eine Rolle übernimmst. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, die Legitimität. Also ich glaube, die Frage ist ja immer, erkennen diejenigen das an, was da jemand macht? Ja? Und nur über Legitimität kann natürlich auch ein System funktionieren. Und Max Weber hat das ja schon vor vielen Jahrzehnten so beschrieben. Also legitime Herrschaft ist immer dann, wenn sozusagen Herrschaft reziprok funktioniert. Also dass sozusagen die Beherrschten auch damit einverstanden sind, dass sie beherrscht sind. Und das heißt gar nicht, dass vielleicht dieses russische Modell, dass die nicht damit einverstanden sind. Die finden das durchaus legitim und dadurch ist das dann auch ein Stück weit eine legitime Herrschaft im Weberschen Sinne. Und in unseren Gesellschaften ist natürlich vielleicht der eher kooperative Dirigent dann derjenige, der eine größere Legitimität bekommt. Grundsätzlich zu dieser Frage, in welchem Zustand befindet sich unsere Gesellschaft? Ich glaube, unsere Gesellschaft ist halt schon in den letzten paar Jahren eine viel, viel heterogenere Gesellschaft geworden. Offensichtlichere Brüche sind noch deutlicher geworden. Die Brüche werden immer größer, leider. Und ich glaube schon, dass wir in einer extrem komplizierten Zeit leben. Das ist die Zeit, in der ich groß geworden bin, als der Begriff der nivellierten Mittelschicht geprägt wurde, dass der endgültig vorbei ist und dass wir einfach viele Jahre und Jahrzehnte hinter uns haben, die nicht unbedingt dazu beigetragen haben, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten. Und Corona war letztlich nur aus meiner Sicht auch da nur so ein Element, wo das dann nochmal deutlich geworden ist. Ja, ich glaube, jetzt zu sagen, durch Corona sind wir gespaltener, glaube ich nicht. Ich glaube, wir waren vorher schon so tief gespalten und das ist dann nochmal offensichtlich geworden. Das ist ein bisschen ähnlich wie die Frage auch, wir werden viel gefragt, gibt es jetzt mehr Verschwörungsideologien als früher? Ja? Und eigentlich ist es nicht so. Ja? Es gab schon immer in unseren Gesellschaften, also in unserer deutschen Gesellschaft, einen großen Faktor von Menschen, die an Verschwörungserzählungen geglaubt haben. Es gab massive antisemitische Stimmungen schon lange, lange, es gibt rassistische Stimmungen, es gibt all diese Stimmungen stark verankert bis tief in die Mittelschicht hinein. Das sagen Studien seit Jahren und Jahrzehnten und jetzt ist es uns halt nochmal offensichtlicher geworden. Und ich glaube, das ist die Problematik, in der wir stecken. Dieses Orchester, von dem du gesprochen hast, was doch nochmal irgendwie in Gleichklang kommt, ja, und was irgendwie es schafft, die verschiedenen Unterschiede, eigentlich die Menschen mit den verschiedenen Backgrounds dann doch zum Klingen zu bringen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung der nächsten Jahre, dass uns das auch weiterhin gelingt, dass wir trotz der Unterschiedlichkeiten als Gemeinschaft irgendwie uns darauf einigen, dass die Demokratie eben für uns die legitime Herrschaftsform ist, die wir erhalten wollen um jeden Preis. Und ich hab zumindest am heutigen Tag nicht so ein richtig cooles Bauchgefühl in der Frage, wie das weitergeht. Mhm.
Es gibt ja auch noch ganz andere Ansätze, auch im musikalischen Bereich. Da gibt es ja nicht nur Kollektive, die gerne kompetent beherrscht werden, sondern es gibt ja auch Kollektive, wie zum Beispiel jetzt Spira Mirabilis, die sind hier quasi in Residenz im Festival, im Beethovenfest, die spielen gänzlich ohne Dirigenten und arbeiten auch im Probenkontext absolut demokratisch. Und ja, es ist nicht das einzige Ensemble, das gänzlich auf eine Führung durch einen Dirigenten verzichtet, sondern das komplett auf Augenhöhe im Kollektiv verhandeln will. Und da wäre eigentlich die Frage, ob man nicht grundsätzlicher nochmal auch in der Gesellschaft über Hierarchien und Teilhabe nachdenken könnte, ob das nicht auch eine Inspiration sein könnte. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich einfach nicht erwähnt. Natürlich gibt es das und das ist sehr gut so. Und ja, ich glaube, die ganzen Befragungen in der Schweiz funktionieren auch ziemlich gut. Oder für die Schweiz wenigstens. Ich glaube, ist das ein optimales System, weil sie das auch nicht verändern wollen. Und tatsächlich, ich kenne auch, dass natürlich diese Ensembles, die ohne Dirigenten proben, es gab erstaunlicher und absurderweise, dass wahrscheinlich allererste solches Ensemble gab es in der Sowjetunion, aber in den ganz frühen Sowjetunion, in den 1920er. Persymphanz hieß das, Первый симфонический ансамбль, das heißt erstes symphonisches Ensemble, eine Abkürzung. Und die haben 10 Jahre existiert, bis Anfang 30er. Ab den 30ern war es eigentlich nicht mehr möglich, in der Sowjetunion demokratisch zu sein. Und ja, dann wurden sie aufgelöst. Aber es funktioniert wunderbar, erstaunlich gut. Wahrscheinlich funktioniert es nicht mit 150 Menschen, aber mit 30, 50 funktioniert es noch sehr gut. Und ja, irgendwann kannst du nicht mal 8 ohne Dirigenten aufhören. Da gibt es einfach 700 Menschen und die müssen einfach koordiniert werden. Und ja, ich bin eigentlich dafür, dass jeder Mensch gar keinen Dirigenten braucht. Das war auch für mich, muss ich sagen, als ich nach Westeuropa kam, in den ersten Jahren schwierig. Ich musste so viel Verantwortung für mich selbst übernehmen. In Belarus war es klar, okay, du hast dein Studium, dann hast du einen Job und so weiter und du musst dich nicht irgendwie nochmal steuerlich anmelden, dann musst du noch 1000 Sachen machen und dann gibt es noch eine KSK, Künstlersozialkasse, und dann gibt es noch irgendwie einen Zweitwohnsitz und dann 1000 Sachen. Du bist immer dafür verantwortlich und tatsächlich steht es auch hier auch im Grundgesetz einiges, also von der Verantwortung. Und ich glaube, das ist auch ein sehr großer Unterschied, wenn die Menschen wissen, die, also wie auch in der evangelischen Kirche das, glaube ich, sagt, dass sie selber auch ihr Leben prägen und dass sie selber dann auch sozusagen die Früchte ihres Lebens dann später ernten. Es ist was anderes, als wenn du denkst, okay, ich kann eigentlich das ganze Leben lang sünden und dann am Ende kann ich einfach eine gute Summe zahlen, dann wird es alles gut. Ja, orthodoxe Kirche ist natürlich sehr, sehr, sehr plump, aber ist ein bisschen in die Richtung. Ja, und es ist sehr plakativ natürlich, was ich sage, aber auf jeden Fall gibt es solche Unterschiede einfach von unseren Ländern da in Osteuropa und in Westeuropa. Und ich glaube, mein Traum wäre, wenn es eine Gesellschaft gibt oder ein Orchester, wo es wirklich jeder Mensch so kompetent ist, dass er für sich so solche Verantwortung übernehmen kann. Und am Ende können sie sich gleichmäßig behandeln, sehr, sehr, sehr respektvoll behandeln und weiter an die Sache kommen und kompetent bleiben. Das ist halt sehr schwer, dass jeder dieses Niveau beherrscht. Also den Traum teile ich auch und auch vieles von dem, was du gesagt hast, wo ich skeptisch bin in der Frage. Und ich finde das Bild auch mit dem Dirigenten und wann braucht man den und je größer Systeme werden, passt auch gut zu demokratischen Gesellschaften oder zu repräsentativen Demokratien, wie wir sagen, wo wir irgendwann gesagt haben, okay, wir werden nicht mehr jeden Gegenstand neu verhandeln. Ja, wir werden nicht mehr die Partitur jedes Mal neu besprechen, sondern wir delegieren Verantwortung an
Parlamente, an gewählte Vertreterinnen und Vertreter. Und ich glaube schon, also ich bin sehr überzeugt davon, dass für so größere Systeme, wie auch die Bundesrepublik Deutschland eben eins ist, diese repräsentativen Dinge eigentlich ziemlich gut funktionieren. Und ich bin kein riesiger Fan davon, in sozusagen ganz, ganz viele Punkte immer wieder in eine Gemeinschaftsdiskussion zu stellen und dann irgendwie zu gucken, wie entscheiden die Bürgerinnen und Bürger. Ja, das ist nicht zwingend der bessere Beschluss, den die Bürgerinnen und Bürger da fassen. Und wir sitzen ja jetzt hier in Bonn in einem geschlossenen Schwimmbad. Gerade an der Schwimmbadfrage haben wir in Bonn in den letzten Jahren genau erlebt, dass der Bürgerentscheid, wir haben nämlich einen großen Bürgerentscheid zum Thema eines von den Schwimmbädern, wie die in dieser Stadt zu sein haben, durchgeführt. Und ja, das Ergebnis ist, dieses Schwimmbad ist geschlossen, aber auch viele andere Schwimmbäder sind geschlossen. Und die Bürger haben sich damals gegen einen Neubau eines Schwimmbads entschlossen oder dagegen gestimmt, und ich auch übrigens damals, ne? Und das heißt, ne, also ich bin manchmal, glaube ich, ist es auch sinnvoll, dass vielleicht Expertinnen und Experten oder gewählte Vertreterinnen und Vertreter vielleicht bestimmte Entscheidungen fällen, die dann auch echt umgesetzt werden, weil mein Eindruck ist, man kann auch mit Bürgerbeteiligung nicht nur Dinge voranbringen, sondern man kann auch Dinge damit wunderbar verhindern, und das ist so meine Erfahrung, deswegen eben, weil dieser Bonner Kontext jetzt hier ist, habe ich an 3-4 Stellen in dieser Stadt erlebt, der Bürgerentscheid war ein Gegenentscheid gegen eine bestimmte politische Entwicklung. Und ich glaube, wenn wir die Entscheidung, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu fällen sind in unserem Land, stellt euch vor, in so einem 80-Millionen-Volk, wir würden das wirklich sozusagen plebiszitär durchdiskutieren. Ich glaube, es wäre ein riesiges Problem. Und ich glaube, dass da eben die repräsentative Demokratie, ja, getragen von Parlamenten, das ist dann sozusagen der gute Dirigent, der in der Lage ist, eben vielleicht dann doch die eine oder andere Entscheidung zu fällen, die für den gesamten Klangkörper dann doch besser ist. Ja. Absolut, das glaube ich auch. Es ist sicher, sicher kontextabhängig und größenabhängig. Du hast das ja für die Musik gerade auch schon gesagt. Eine Oper, da möchte man auch lieber einen Dirigenten haben, der das ganze Geschehen zwischen Bühne und Graben koordiniert. Dennoch steckt da ja so eine kleine Utopie drin. Also ich habe mal eine Dokumentation über das Orpheus Chamber Orchestra gesehen. Das war im Westen eins der ersten Orchester, die komplett demokratisch gearbeitet haben. Und in dieser Dokumentation, in dem Teil, der mir hängen geblieben ist, hat eine Gruppe von Managern aus der Industrie diese Orchesterprobe besucht, um zu gucken, wie das eigentlich funktioniert, wenn so ein großes Kollektiv da auf Augenhöhe demokratisch miteinander kooperiert, und zwar auf dem höchsten künstlerischen Niveau, um dadurch für ihre Unternehmenskonzepte zu lernen. Und dann ging diese Probe, ging so durch, dann wurde die eine Stelle geprobt, da meldete sich der Hornist zu Wort und sagte, ja, das sei so ein unglaublich tragischer Moment, ob man da nicht im Tempo etwas nachlassen könnte, und haben ihm alle zugestimmt. Etwas später in der Probe kam man wieder dran vorbei, da hat dann ein anderer Musiker aus der zweiten Geige oder irgendwo was genau Konträres gesagt. Zu der gleichen Stelle haben auch wieder zugestimmt. Und das griff dann in der Fragerunde nachher einer der Manager auf von Mercedes, glaube ich, und sagte, also er fände es ganz bewundernswert, wie sie auf Augenhöhe so kooperativ und friedlich da zusammen sich dieser Musik widmen, aber er hätte den Verdacht, dass wenn sie einen Dirigenten hätten, dass sie dann noch besser spielen würden. Und das musste ich lachen. Aber ich habe dann auch gedacht, vielleicht sind ja aber diese Leute in dem Kollektiv, die ohne Dirigenten hervorragende künstlerische Ergebnisse erzielen auf dem höchsten Niveau, vielleicht mit Dirigenten noch besser, vielleicht ist es für die ja wichtiger, in dieser Form zu leben und auf Augenhöhe Dinge miteinander zu verhandeln. Vielleicht ist das für Sie als Lebensentscheidung und um sich gut zu fühlen viel entscheidender, als ob Sie jetzt noch ein Stückchen besser werden. Natürlich, ich glaube ja, definitiv. Die haben diese Eigenverantwortung und dadurch spielen sie auch komplett anders. Das habe ich auch jetzt bei den Proben in Bonn erlebt. Ich muss auch ehrlich sagen, bei einer Stelle haben mich ein paar Musiker gebeten, einmal das ohne mich zu proben,
Und nicht zwar, weil es besser wurde, sondern weil die dann plötzlich viel aktiver spielen mussten. Die mussten viel mehr aufeinander zuhören, weil die dann auch nicht mehr sich auf mich verlassen konnten. Und das war dann tatsächlich auch von der Aktivität, von der Energie viel besser. Und ich glaube, was das, dieses Beispiel angeht und dieses tolle Orchester, in dem Fall wünscht man sich nur einen exzellenten Dirigenten, der das noch irgendwie wahrnimmt und noch weiterbringt. Einen einfachen Dirigenten braucht man da nicht. Ja, die Menschen sind viel zu gut dafür. Eine Gesellschaft, die super von alleine funktioniert, braucht nur einen super Leader, ja, und eine ganz, ganz klar sehr kompetente Führungspersönlichkeit. Sonst lieber nicht. Lieber nicht, weil natürlich dann erleben sie selber eben diese Eigenverantwortung und die bringt einen viel, viel weiter, als irgendwie sich nur verlassen und dann in einem sehr komfortablen, ja, Wirrwarr weiterleben. Das ist ja auch wieder dann nicht mehr so schwarz-weiß zwischen Volksentscheid als einziger Möglichkeit der Teilhabe, sondern wenn man ein aktives Kollektiv hat und dann eine Führung dazukommt, ist es ja auch einfach eine Mischform vielleicht, die in eine utopische Richtung geht, was uns so ein bisschen zum Ende führt eigentlich des Gesprächs schon. Wir hatten schon viele Utopien, die so angeklungen sind. Vielleicht können wir das zum Ende hin trotzdem nochmal zusammenspinnen oder ein bisschen auf den Punkt bringen. Was würdet ihr sagen, bezogen auf das, was wir jetzt schon hatten? Was sind eure 1, 2, 3 utopischen Gedanken zum Abschluss? Ich würde mir total wünschen, oder eine Utopie wäre, dass ganz viele Menschen in die Region reisen, dass sie die Region kennenlernen und da auch mit positiven Erzählungen nach Hause kommen, dass wir uns damit beschäftigen, auch als deutsche Gesellschaft, wie dass wir wieder utopisch eine echte Osteuropa- und Ostmitteleuropa-Kompetenz aufbauen. Und bezüglich der Demokratie in unserem Land wäre mein Wunsch eben schon, also wir haben es ja eben so formuliert, dass wir auch gesagt haben, wirklich so Mitspieler, wie du die da beschrieben hast, also Menschen in einem Orchester, die nicht nur einfach sich sagen lassen, was da passiert, sondern aktiv sich mit einbringen, auch das schon irgendwo ein Stück wird durch die repräsentativen Strukturen orchestriert oder auch sozusagen zusammengehalten wird, aber auch immer wieder mal durch Menschen ergänzt werden, die so von außen dazukommen. Also ich nenne das mal so Stichwort Bürgerräte, das ist so ein Punkt, ich glaube, manchmal ist das viel, viel sinnvoller, du holst zu einem bestimmten Thema so einen repräsentativen Bürgerrat dazu, als dass du das immer wieder plebiszitär zur Debatte stellst. Das wäre so eine Utopie von mir, dass ich denke, so bestimmte Fragen da einfach so ein bisschen auch wieder normale Menschen reinzuholen, die auch über sowas nochmal eigene Ideen zu entwickeln. Das wäre so ein Aspekt, wo ich glaube, der würde uns sehr bereichern in unserer Demokratie. Ich würde jetzt als Musiker und eben in unserem Kontext zu Osteuropa, zu der aktuellen Situation, vielleicht auch was Utopisches sagen und mir wünschen, dass jeder von uns jetzt allegorisch als Musiker einen Dirigenten braucht oder gebrauchen wird, nur wenn er selber nicht weiterkommt und nur wenn er selber eigentlich schon alles gemacht hat, was er oder sie kannte und sozusagen, wenn da schon alle möglichen Facetten entdeckt wurden und man braucht noch Inspiration von jemand anderem, der einen noch weiterbringt. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch ein spannender Ansatz, wenn jeder von uns auch in Bezug auf Osteuropa, in Bezug auch andere Länder und Kulturen und eben alle möglichen Bereiche selber vieles entdeckt und wenn man versteht, okay, da sind meine Grenzen, vielleicht hole ich mir noch einen Spezialisten, der mir noch was dazu erzählt. Und ich glaube, da wären wir alle in einer sehr bunten Gesellschaft und da hätten wir nur so freischaffende Dirigenten, die immer wieder zu uns kamen und eben nicht diktatorisch sein mussten, weil sie auch nur kurzfristig je immer wieder engagiert werden. Das war Des Pudels Kern mit Vitali Alexenok und Daniel Kraft. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse und die Partner von Des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, BASF Konzerte, das Mozartfest Würzburg, das Beethovenfest Bonn, das Festspielhaus Baden-Baden und WDR 3. Vielen Dank der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL.
Und wenn ihr euch für die in der Folge gespielte Musik interessiert oder auch für die bisherigen 11 anderen Folgen, findet ihr all das auf despudelskern.de.